Jo Leute, nach mehrmaliger Aufforderung kommt jetzt das Video zum zweiten Teaser-Trailer von Star Wars Episode 7. Der Trailer hat mich extrem geflasht, ich bin wirklich positiv überrascht. Den ersten Trailer fand ich eher grottig, der zweite war schon einiges besser. Es war einfach genial, die Stimme von Luke Skywalker zu hören. Die Macht ist stark in meiner Familie. Ich habe sie, mein Vater hatte sie und meine Schwester hat sie auch und deswegen hast du sie auch. Absolut episch und genial und was auch extrem genial war, die Szene mit Harrison Ford und Chewbacca. Chewie, we're home. Grandios, nur ein kleiner Makel, Chewbacca ist anscheinend nicht gealtert. Es waren ja doch einige etliche Jahre, die vergangen sind. Aber jetzt kommen noch ein paar Fragen, die mich beschäftigen. Man sieht im Trailer den Helm von Darth Vader. Den verschmolzenen Helm von Darth Vader. Wie kommt der dahin? Das ist meine Frage. Wie kommt der dahin? Luke Skywalker hat seinen Vater auf Endor verbrannt. Meines Erachtens niemand wusste, wo Luke zu diesem Zeitpunkt war. Der Imperator auch nicht, denn der war schon längst tot. Wie gesagt, wie hat es dieser verschmolzene Helm geschafft, gefunden zu werden. Luke Skywalker war alleine, hat ihn alleine verbrannt, niemand konnte davon wissen und der schätzungsweise zukünftige Sith Lord kann das gar nicht wissen und altersmäßig kann der Typ theoretisch auch gar nicht alt genug sein, dass er diesen Helm auf Endor gefunden hat. Und eigentlich auch egal, Feuer, auch wenn es Plastik ist, der Helm hätte einfach komplett zerschmolzen werden müssen. Also komplett kaputt gehen müssen. Dann noch eine weitere Frage. Warum existiert das Schwert seines Vaters? Warum gibt es das noch? Das Ding ist in Episode 6, das ist etwas verwirrend. In Imperium schlägt zurück, wurde Luke Skywalker der Arm abgeschlagen und das Schwert ist verschwunden. Es ist runtergeknallt. Bezieht sich Abrams jetzt auf das Expanded Universe, auf die Thrawn-Trilogie? Spoiler Alert! Jetzt mal für die Leute. Okay, ich mache jetzt keinen Spoiler, aber für die Leute, die die Thrawn-Trilogie gelesen haben, wissen, was mit dem Schwert passiert ist. Und es ist eigentlich unlogisch, warum dieses Schwert noch existiert. Es sei denn, Abrams bezieht sich auf das Expanded Universe und die Thrawn-Trilogie. Who knows? Aber es sind so ein paar Fragen, die mich ein bisschen wurmen, wo ich mir denke, wie ist das alles zu erklären und was ist der Hintergrund? Warum existiert dieses Schwert noch? Es wurde eindeutig vernichtet, beziehungsweise es ist verloren gegangen. Aber wie gesagt, nochmal zurück zum Thema, zum eigentlichen Thema. Der Trailer war Hammer. Und ich nehme mal das ganze Gebäsche von mir jetzt erstmal zurück. Aber so richtig darüber urteilen kann ich erst, wenn der Film zu Weihnachten 2015 im Kino ist. Dann kann ich mir eine bessere Meinung darüber bilden. Und wie gesagt, der zweite Trailer war eindeutig besser als der erste und vielversprechend. Ich bin schon ganz gespannt. Ich hatte wirklich Gänsehaut. Ja, da kann man nur abwarten, um sich das Resultat anzusehen. Jo, möge die Macht mit euch sein.